Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Gunter Tannhäuser aus Nürnberg. Und ich wollte euch ganz kurz über den Stand unserer Situation informieren, denn wir haben vor einem halben Jahr in Nürnberg bereits ein Piratenwerk Bayern e.V. gegründet, das allerdings nicht sehr hoch gehängt, sondern absichtlich gewartet, ob wir Kooperationen finden mit anderen Landesverbänden und mit anderen entsprechenden Werken. Und das Ganze ist auch bei uns in der Satzung schon so angelegt, dass das Piratenwerk Bayern ein Teil des Bundespiratenwerkes werden soll. Wir haben aber da bei der Gelegenheit dann schon eine ganze Masse Erfahrungen machen können, was also die Anforderungen der Behörden und der anderen Institutionen betrifft. Wir hatten also ein halbes Jahr echt zu kämpfen mit Eintragung, zunächst als Verein und mit allem Zubehör, dann vor allen Dingen eben in der Auseinandersetzung mit dem Bayerischen Finanzministerium um die Gemeinnützigkeit und da auch immer wieder mit der Frage, in welchem Verhältnis steht ihr zu einem Bundesverband, in eurer Satzung drin steht, dass die Satzung des Bundesverbandes vorgeht. Und da sagten die Bayern zum Beispiel, das können wir nicht akzeptieren. Denn entweder ist der Bundesverband dann seinerseits gemeinnützig und wenn der nicht gemeinnützig ist, dann könnt ihr sowas in der Satzung nicht haben. Wir haben dann also natürlich daraufhin die Satzung geändert, insgesamt glaube ich 5-mal, bis die endlich zufrieden waren. Und dann eben zunächst mal das mit dem Bundesverband in der Härte rausgenommen, sondern eben nur gesagt, dass es die Absicht ist, aber nicht, dass wir abhängig sind und nicht, dass wir nur mit dem Bundesverband rechtsfähig wären. Also das hat sich alles sehr hingezogen und es hat sich dabei aber auch einige Gespräche ergeben, aus denen wir Informationen entnehmen konnten, wie man es vielleicht nicht machen sollte, beziehungsweise worauf man achten will, müsste, wenn man später damit erfolgreich sein will. Es ist also so zum einen, dass wir als erste Information oder als wichtigste Information mitbekommen haben, dass wenn später wirklich Mittel von verschiedenen Ministerien angefordert werden müssten oder für die Mittel müssten ja die einzelnen Ministerien ja genehmigen, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man natürlich als Newcomer und der letztlich endlich sich was von den anderen abbeißen muss. Denn es ist ja so ein bisschen komplizierter, darüber kann euch aber Dieter Möhrlein etwas mehr erzählen, wenn der vielleicht anschließend noch dazu Gelegenheit hat, wie das also mit der Verteilung ist, eine etwas komplizierte Geschichte. Aber auf jeden Fall stehen wir natürlich in Konkurrenz mit anderen. Und wenn wir uns da durchsetzen wollen, dann müssen wir inhaltlich natürlich was bieten. Also der Staatssekretär im Bayerischen Finanzministerium, der in Bayern zuständig ist für Stiftungen, der sagte mir, wir prüfen sehr genau, was Sie da tun und wie Sie Ihre Gelder verarbeiten und ob das, wofür Sie Gelder beantragen, dann auch wirklich geschieht. Sie haben ein großes Programm, ein sehr umfangreiches, haben wir absichtlich gemacht, erkläre ich gleich warum. Aber dann müssen Sie dem auch entsprechen, zumindest in Teilen. Und das müssen Sie nachweisen, sonst kriegen Sie von uns sofort Widerworte. Ich weiß zwar nicht, ob das so eng dann und so streng dann wirklich gehandhabt wird. Ich habe ihm gesagt, ich habe also von der Seidel-Stiftung gehört, dass da gar nicht weiter geprüft wird. Er hat gesagt, das ist ein Gerücht, das stimmt nicht, machen wir dort sogar sehr streng. Ja, ist natürlich die Frage, ob es wirklich so ist. Ja, aber in Bayern ticken die Uhren ja manchmal etwas anders, das wissen Sie. Damit muss man leben. Aber es ist einfach so, dass wir dann doch ziemlich viele Informationen zu diesen Punkten bekommen haben. Vor allen Dingen eben auch ein paar Hinweise, wo die Mittel leichter zu bekommen sind und wo sie schwerer zu bekommen sind. Ja, also ein deutlicher Hinweis, machen Sie Familie und Jugend, machen Sie internationale Begegnung. Dafür gibt es immer genug Mittel. Ja. Wenn Sie jetzt speziell auf wissenschaftlichen Arbeiten abstellen, die kritische Fragen und natürlich auch bei uns kritische, in Bayern kritische Fragen beleuchten, also wenn Sie zum Beispiel eine Untersuchung machen sollten, ob das Gymnasium in dieser Form die optimale Schulform ist, dann hätte ich Bedenken, dass Sie dafür Mittel kriegen. Und wer Bayern kennt, weiß, dass das auch so ist. Aber klar, ich meine, unter gewissen Zwängen und Einflüssen steht man da immer.
Aber es ist also, geht dann eben natürlich zunächst mal die rechtliche Situation. Also wie gesagt, wir haben dann ein gutes halbes Jahr gekämpft, bis wir endlich unsere Satzung durch hatten. Und unsere Satzung ist natürlich so abgefasst, dass wir dann tatsächlich aus allen Bereichen was bekommen würden, wenn wir denn beantragen. Und es wäre zumindest also nicht gegen unsere Satzung dann Dinge zu tun, bei denen aus allen Ministerien im Grunde genommen dann Mittel, Fördermittel zu bekommen wären. Aber es ist vor allen Dingen ein Irrtum, der sich vielleicht bei vielen eingestellt hat und der sich bei uns sehr schnell gezeigt hat, dass das ein Irrtum ist. Es ist nämlich nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass wir von Anfang an irgendwelche Mittel bekommen, Bundesmittel oder sonstige. Und bis wir uns dahin durchgesetzt haben, müssen wir auch ein Programm zu bieten haben, das wirklich dem entspricht, was wir dann in den Satzungen schreiben und was wir in unseren Prospekten schreiben. Und dafür braucht man erstmal Geld. Und ich würde also gerne nachher, wenn in der Arbeitsgruppe Programm, mich dazu etwas genauer äußern, da kann ich das etwas weiter erklären. Wir haben also da einige Konzepte, wie wir Sponsorships machen können, ohne dass wir uns dabei verkaufen, ohne dass wir dabei also irgendwelche Verpflichtungen für die Piraten eingehen oder sonst wie. Und trotzdem eben vielleicht die Mittel auftun, die nötig sind, um einen ordentlichen Stiftungsbetrieb oder einen ordentlichen Arbeitsbetrieb für die ersten 2 Jahre darzustellen. Und dabei wird es zwar nicht möglich sein, unheimlich viele Leute zu besolden. Also ich glaube, dass die Hoffnung, die sich da viele machen, da schnell ein gutes und warmes Pöstchen zu bekommen, trügerisch sind. Ja. Also so wie das aussieht, müssen wir am Anfang auch unheimlich haushalten, um ein ordentliches Programm durchzuziehen, ohne sehr viel Mittel zu haben und nur mit dem, was man als Sponsoring kriegen kann. Aber danach sieht es ja anders aus. Aber zumindest da müssen wir durch und das muss auch ordentlich nachweisbar sein. Also das sind soweit unsere Erfahrungen. Wir haben jetzt eine Satzung, die also auch vom Finanzministerium approved ist, zumindest vom Bayerischen. Die können wir auch gerne rumgehen lassen. Das ist aber auch nur Vorschlag letzten Endes. Ja. Die Satzung ist sehr umfangreich in dem, was wir reingeschrieben haben, was wir wollen. Eben aus dem Grunde, dass wir dann möglichst auch berechtigterweise von den verschiedensten Ministerien entsprechende Mittel für entsprechende Veranstaltungen bekommen. Und das muss man also berücksichtigen bei der Programmgestaltung. Ansonsten sind das Dinge, die wir weitestgehend abgekupfert haben von den Grünen, von der Peter-Kelly-Stiftung oder von der Heinrich-Böll-Stiftung und natürlich auch von der Hans-Seidel-Stiftung, weil wir da natürlich in Bayern immer sagen können, das steht bei denen aber auch. Ja? Und das wollen die ja auch. Ja? Gut, also das lassen wir. Ich habe das ein paar Mal gedruckt, ich habe es aber auch auf dem Stick, wer es sich auf dem Stick ansehen will. Wir haben aber absichtlich bisher kein großes Gedöns gemacht. Wir haben uns absichtlich nur einmal auf dem Bundesparteitag vorgestellt mit einem kleinen Stand. Wir wollten also auch den Arbeiten anderer nicht zuvorkommen und wir wollen auch nicht so tun, als wären wir ja die Kings. Wir suchen Kontakt, wir suchen die Kooperation mit anderen Landesverbänden, mit anderen entsprechenden Einrichtungen und wollen da mit denen zusammenarbeiten. Das, was wir bisher gemacht haben, könnte als Vorschlag nehmen, könnte auch verwerfen. Das ist also, wie gesagt, nur unter dem Aspekt zu sehen. Ja? Gut, das war es eigentlich schon. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde dazu gerade noch Rückfragen zulassen vielleicht, falls Rückfragen bestehen. Wir haben sie auf Stick dabei, wir haben sie auch gedruckt dabei. Wir haben sie nicht online, wir wollten also vorläufig haben auch keine Homepage bisher richtig aufgestellt, weil wir nicht anderen und euch vor allen Dingen nicht den Eindruck vermitteln wollten, dass wir da schon alles gemacht haben und wir das irgendwie okkupieren wollten. Ich hätte eine Frage. Also wir in Thüringen sind bei uns im Landesverband ja relativ anerkannt. Warum habt ihr nicht selbst auch den Weg gewählt, innerhalb euch des Landesverbandes zu gründen und den Landesverband mit einzubeziehen, also alle Piraten über die Gründung zu informieren?
Ganz einfach. Ich hatte das der Katharina Kühnel überlassen, die mit euch auch, glaube ich, Kontakt hat. Die ist bei uns ja Mitglied. Und die hat uns auch eigentlich mit am Anfang zu diesem Aspekt gebracht, das überhaupt zu machen. Von der stammt auch ursprünglich die Satzung oder die ursprüngliche Satzung, die dann ein paar Mal geändert wurde. Aber sie hat mir immer versichert, dass sie den Kontakt hält und auch mit euch in Thüringen und in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, und in Sachsen. Und ich wundere mich, dass sie noch nicht da ist. Sie hat nämlich versprochen, sie kommt auch. Und sie wollte das also tun. Ich habe mich darauf einfach verlassen, ehrlich gesagt. Ich darf vielleicht noch einen halben Satz noch dazu sagen. Es ist nicht so, als ob da das jetzt nicht gewollt gewesen wäre, dass da möglichst viele mitmachen. Wir haben so ein mini bisschen den schwarzen Peter der Einladung an unseren Landesvorstand weitergegeben. Und der hat es vielleicht ein bisschen versemmelt, aber die klare Bitte war von uns sozusagen, alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und identifizieren, auch tatsächlich dahin zu bekommen. Aber es ist jetzt keine hermetisch abgeschlossene Sache, da können wirklich alle mitmachen. Also das ist Zufall oder technischer Unfall, das jetzt aber nicht überlässt. Aber die Thüringer waren schon angedacht. Also das war, habt ihr mit Katharina das schon gesprochen? Die ist auch bei uns Mitglied. Ja eben, die ist auch bei euch Mitglied, die hat euch auch mitgegründet. Und die hatte mir eigentlich gesagt, dass sie das entsprechend organisiert und sie wollte auch heute mit da sein. Ja, aber euren Landesverband, also vom Prinzip die Piratenmitglieder einzubeziehen, das wäre mit eurer Aufgabe. Denn ich habe das Problem, ich habe viele im Landesverband Bayern gefragt und gesagt, ich weiß nicht, wer das gegründet hat, wer die Vereinsmitglieder sind und wer Ansprechpartner sind. Und also das ist ein bisschen lustig. Der Landesverband war ja eingeladen und die haben uns also auch ziemlich sitzen lassen. Die sind einfach zur Gründungsversammlung nicht gekommen und haben uns auch niemanden geschickt, ja. Wir saßen plötzlich alleine da und haben gesagt, ja jetzt, wenn die nicht wollen, dann machen wir es halt doch. Ja, so war das ursprünglich. Entschuldigung, das sind Sachen, die können wir sicherlich an anderer Stelle besser klären. Gibt es noch, Herbert? Gibt es noch Rückfragen an den Referenten?